So, liebe Freunde, und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Phasmophobia. Ja, nachdem ich beim letzten Mal elendig krepiert bin und dann von den Toten wieder auferstanden bin, weil der liebe Gott mich dort oben leider nicht haben wollte, und der liebe Jodarum einen einwöchigen Lehrgang zum Thema Geisterjagen durchgeführt hat, haben wir uns beide nochmal auf einen kleinen Abstecher zum örtlichen Walmart begeben, wo wir uns ausrüstungstechnisch dann nochmal ein wenig geupgradet haben. Willst du einfach mal ganz kurz die heutigen Ziele vorlesen, was wir heute so zu tun haben? Aber gerne doch. Ziel Nummer 1, entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Ziel Nummer 2, lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Ziel Nummer 3, fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken. Und Ziel Nummer 4, finde einen Raum unter 10 Grad Celsius mit einem Thermometer. Thermometer habe ich tatsächlich auch frisch eingeshoppt. Das ist ja richtig krass shoppen gewesen. Man muss dazu sagen, der Jodarum, der ist jetzt super informiert. Ja, der hat privat noch ein bisschen gespielt. Der ist uns hier richtig geil ausgerüstet, oh. Ich bin jetzt nicht Profi, aber ein Stückchen schlauer als vorher, was nicht schwer war. Ich habe das Thermometer. Ich laufe einfach in jeden Raum rein, am besten zusammen. Du leuchtest mir und ich suche mit dem Thermometer. Und wenn in einem Raum die Temperatur unter 10 Grad ist, dann wissen wir, das ist der Geisterraum. Okay, alles klar. Ich nehme mir mal die starke Taschenlampe. Die hast du aber nicht irgendwie von so einem Typen in schwarzer Rüstung, ne? Nicht, dass er hier später irgendwie vor der Tür steht und dann plötzlich meint so, yo, Leute, Dudes, ich bin euer Vater. Ihr beide seid ein Bruder. Quatsch, nee. Und dann, nee, gut, dann. Nee, das war von so einem kleinen Grün, der hat so lange Ohren. Und ich wollte gerade genau dasselbe bringen. Ja, great mind to think alike, oder wie Gott, war das? Oh Gott. Okay. So, man muss dazu sagen, also der Jodarum, der hat noch ein bisschen privat gespielt und wir hatten ja auch letztes Mal im Livestream noch ein bisschen gespielt. Heißt, wir sind heute, wie du ja auch schon meintest, ein Stückchen schlauer. Das ist aber nicht dasselbe Haus wie beim ersten Mal, ne? Oder ist das ein anderes hier? Ich weiß, keine Ahnung, wie das Layout ist. Müssen Sie sehen alle so gleich aus. Nee, das ist ein anderes. Das ist ein anderes. Das ist sehr schön. Die haben hier nämlich Einmachgläser. Das hatte das andere nicht gehabt. Kaffeemaschine ist übrigens auch. Ach, das ist der Keller. Ach, da ist der Keller. Schnell weg. Habe ich nicht gesehen. Nope. Alter, der Brecher-PC hier. Boah, was eine Maschine. Hier? Alter, das Ding, das haben sie damals im zweiten Geldkrieg wahrscheinlich auch genutzt, um die Enigma zu knacken, ey. Die haben das Haus hier aber echt schön hergerichtet, ne, bevor wir angekommen sind. Das waren bestimmt welche von denen gewesen. Oh, wir kriegen Besuch. Nochmal schnell alles sauber machen, damit die Nachbarn bloß nichts Böses von uns denken. Guck dir doch mal hier die Badewanne an, die ist geleckt. Die haben sie mit der Zahnbürste ausgeputzt. Da müssen eigentlich 10 Silberfische hier normalerweise drin rumlaufen. Na super, die Sicherung ist ausgegangen. Nope. Die Sicherung wird wahrscheinlich im Keller sein. Ja, du, da hat ja jemand seine Aufgabe gefunden für heute. Ja, ich gehe ja schon. Ja, ich mache ja schon. Meine Güte, ey. Warum? Jo, darum. Der wird zwitten hier alt. Also hier war gerade 8 Grad. Lebt der Geist im Flur? Das ist kein Zeichen für Geister, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass die Heizung mal wieder gewartet werden müsste. Das müssen ja Minustemperaturen eigentlich sein, ne? Ja, alles unter 10 ist der Geisterraum. Minustemperaturen sind halt Gefriertemperaturen. Guck mal hier, Teenie-Zimmer, Zeitschriften, Alter. Blumen, Flora und Fauna. Das ist so widerlich, das was? Ist so... Garden in Style. Krank, ist Alter, so ey. Weirdo. Also ich weiß nicht, was sie, wie die ihre Kinder erzogen haben, aber das ist einfach nur krank, sowas, so eine Vorstellungen und so eine Fantasien da über Blumen. 7 Grad? Ey, dieses Thermometer-Dings, das springt hier so rum hier im Flur. Ich sag ja, die Heizung muss gewartet werden. Ich mache übrigens schon mal sämtliche Schränke auf, wo wir uns drinnen potenziell verstecken könnten, ne? Ja, gut, dann lege ich immer das Buch irgendwo auf den Boden hin, so. Ja, dann stolpert der Geist da drüber. Okay, ja, dann würde ich sagen, ich hole mal kurz ein neues Equipment. Ja, genau, ich kann ja mal kurz die Geisterbox auch holen, ne? Die müssen echt Geld haben, ne? Die können sich 2 Welcome-Matten vor der Tür leisten, ey. Meine Güte, wäre hier schon ein bisschen neidisch. Das ist ein Anzeichen vom Bonzen. Das ist crazy. So, ich nehme mal EMF-Reader und Infrarot mit. Nee, nicht Infrarot, sondern wie heißt das Ding hier? Schwarzlicht. Ich habe die Geisterbox. Ja, dann Abfahrt. Mhm. Pass mal auf. Da, Alter, guck mal, hast du... Da, komm mal her. Gerade oben. Da, das Zimmer. Da hat gerade das Licht geflackert. Und die Gardinen verschwenden, wenn du weit genug weggehst. Das ist gruselig. So, wollen wir nach oben gehen? Ja, eigentlich nicht, aber irgendwie auch schon. Wie hieß sie nochmal? Susan Anderson. Du brauchst den Namen nicht, sag einfach Hallo. Ich muss ja auch ein bisschen höflich sein, so. Hallo Susan, wie geht's dir so? Ja, wir sind jetzt hier, wollen dich jetzt irgendwie auswendig machen, sind Geisterjäger. Es wäre cool, wenn du dich jetzt mal zeigen würdest hier, ne? So eine WhatsApp-Sprach-Memo. Sag einfach mal, bist du da? Susan Anderson, bist du da? Rede... Hier hat gerade wieder das Licht geflackert. Guck nochmal hier im Kinderzimmer. Achso, das war ich nicht. Guck nochmal hier im Kinderzimmer, weil ich habe das eben von außen schon gesehen, dass hier die ganze Zeit das Licht geflackert hat. Ja, hier ist nischt, kein EMF-Level, kein Jornischt.
Fingerabdrücke. Da ja, kannst du ein Foto von machen, kriegen Geld. Wo? Da am Schrank. Oh, die. Oh, richtig rangegrapscht hier. Ich sehe es gerade irgendwie gar nicht, weil du deine Hand da irgendwie. Jetzt. Ja, sieht man, glaube ich. Okay, nice. Dann können wir ins Journal schon mal Fingerabdrücke reinschreiben. Guck mal, endlich mal einen Beweis. Ja, endlich. Meine Güte. Susan Anderson, bist du da? Ey, der kennt das gar nicht mehr bei mir irgendwie. Weiß ich nicht. Sprich mit uns. Meine Güte, wenn ich sage, sprich mit uns, dann sprichst du jetzt mit uns. Verdammt nochmal, sonst gibt's Hausarrest! Kannst du den anderen sehen? Willst du mal herkommen? Willst du das Ding mal irgendwie nehmen? Ich kann mein Glück mal versuchen. Hallo. I drop you. I have you gedroppt. Gedroppt. The walkie-talkie. Bist du da? Nichts erkannt. Aber bei dir funktioniert's, ne? Ja. Gib uns ein Zeichen. Da, ich hab Türen gehört, Da! Irgendwas war hier gerade. Ja, EMF ist auf 2. Da, hier ist ein Knochen. So, das haben wir. Nase juckt. Nase jucken heißt... Sie hat ins Buch geschrieben. Oh, jetzt geht's ab. Yep. Die fängt safe gleich an zu jagen. Was hat sie da denn schon mal kurz sammeln vor der Tür. Was soll das denn, Alter? Hier irgendwelche Logos von Assassin's Creed Valhalla da reingekritzelt. Ein so ein Brimstone-Symbol. So, warte, jetzt haben wir schon 2 Sachen. Das heißt, es könnte noch EMF Level 5 sein, dann wäre es ein Reverend. Ach, es könnte die Geisterbox noch sein, dann wäre es ein Spirit. Aber Geisterbox ist es, glaube ich, nicht, sonst hätte sie schon geantwortet. So Geister. Geisterorbs könnte es dann nicht sein. Gefriertemperatur kann es auch nicht sein. Nee, es kann nur EMF 5 oder Geisterbox sein. Willst du den EMF 5 Reader einfach mal nehmen? Dann läufst du damit einfach mal ein bisschen um die her. Ja, klar. Und ich laufe mit der Geisterbox umher und dann versuchen wir einfach mal parallel die so ein bisschen. Eins von beiden muss es ja sein. Okay, ich fange mal an mit der zu reden. Mama. Bist du da? Gib mir ein Zeichen. Ich glaube nicht, dass es Geisterbox ist, sonst hätte ich schon safe was rausgeknüppelt. Also kann es jetzt nur noch Geisterorb sein, oder was meintest du? Nee, nur noch EMF Reader 5 eigentlich. Das ist schon enttäuschend. Das ist schon... Also ich meine, wir machen uns extra hier die Mühe. Also fahren hier extra her und dann nicht mal ein nettes Hallo oder so. Also kaufen uns hier Räucherstäbchen für 80 Euro, weißt du, und dann nicht sowas, weißt du? Susan Anderson, bist du da? Antworten wird er nicht so. Er antwortet halt echt nur über die Geisterbox, aber du provozierst ihn halt. Versuch's zumindest mal. Gut, dann versuche ich mal was anderes. Susan Anderson, du dumme Sau, verdammt nochmal, jetzt gib endlich mal ein verficktes Zeichen hier. Wird's bald mal. Ich will hier EMF Ebene 5 haben, was ist denn los mit dir? Mein Gott, ey, wir machen uns hier die Mühe, fahren hier extra her. Weißt du, engagieren hier die ganze Zeug und sowas. Hab mir extra einen Mitarbeiter gesucht, war nochmal beim Walmart gewesen. Und du... Geht doch! EMF 4! Sie jagt. Versteck dich. Ich seh nichts. Ich glaube, das war ein klein wenig zu viel gewesen. Hast du alles gegeben? Wenn die gleich in den Schrank reinguckt, dann hole ich die Kamera raus. Dann sitze ich da nur drin und mache ein Foto. Siehst du da was eigentlich? Die Kamera ist da ja noch, ne? Ja, die Kamera guckt auf einen offenen Schrank. Ja, Geisteraktivität ist auch wieder runtergegangen. Die jagt nicht mehr. Bist safe. Schon, wollen wir einfach mal sagen, du nimmst EMF 5 und ich nehme Geisterbox, weil was anderes kann es ja nicht sein. Würde ich sagen und dann schieß mir das Ganze einfach mal ab. Ich bezweifle mal, dass es, also wenn es eben EMF Ebene 5 wäre, dann hätte ich die ja schon längst gesehen, wenn es auf eine 4 hochgeht. Weißt du? Ja, eigentlich schon, aber als Spiritbox hätten wir eigentlich auch schon was gehört. Ich bin echt aufgeschmissen. Also letztes Mal hatten wir auch Spiritbox 2-mal, als ich mit meinen Kollegen gezockt habe, die deutlich mehr Ahnung hatten. Oder zumindest der eine. Und die hat instant geantwortet. Instant. Gar kein Problem. Einmal reingeredet, direkt zurückgesprochen. Easy. Ja, gut, dann nehme ich Revenant, ne? Ja. Ab die Wurst. Iha. Abfahrt. So, es war ein Revenant und ich bekomme $45. Gut, Freunde, an dieser Stelle würde ich dann aber auch erstmal sagen, dass wir für heute erstmal Ende machen und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr auch nochmal gerne beim lieben Yodarum vorbeischauen könnt. Einfach mal ein kleines Abo dalassen, einfach mal ein bisschen vorbeischauen, der freut sich sicherlich, macht ihm mal die 50.000 Abonnenten voll, das kriegen sollten wir sicherlich innerhalb von einem Tag hinbekommen, würde ich einfach mal sagen. Hallo. Klar, muss einfach sein. So. An dieser Stelle aber auch erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Euer Tobi und euer Yodarum. Euer ich, genau. Ciao.